Eigenbedarfskündigung bei Familie Wolter. Sie müssen aus ihrem großen Haus in eine kleine Wohnung ziehen. Klar, es ist ein bisschen stressig, aber ich bin guter Dinge noch. Ich nicht. Ich glaube, wir haben Zeitdruck. Und Platzmangel. Ein Gartenhaus soll dringend benötigten Stauraum schaffen. Oh nein, scheiße, Schatz. Guck mal, ich hab sowas. Ey, das stimmt vorn und hinten irgendwas nicht mit. Das steht, guck mal, es steht komplett 4 cm über. Ich hatte es mir schon schwierig vorgestellt, aber es ist ein bisschen schwieriger, finde ich, wie ich mir noch vorgestellt hatte. Das Problem, André hat das Teil gebraucht gekauft, ohne Bauanleitung. Ey, ich kriege hier echtes Kotzen hier. Ich kriege ein nächstes Problem. Siehst du, und das habe ich gemeint, Schatz. Das ist schon, finde ich, wieder so eine Aktion, typisch mein Mann. Wir sparen. Jetzt nicht schwade Lade, komm, weiter. Ja, was willst du denn? Kannst du mal cool bleiben? Ich bin cool. Krisenstimmung und Unwetterwarnung. Ob die Wolters rechtzeitig fertig werden? We are family. So, dann lass mal essen. Okay. Haben wir heute noch einen etwas strammeren Zeitplan, ne? Ich muss mit der Mama gleich noch zum Baumarkt, noch ein paar Sachen holen fahren. Und dann wird unser Gartenhaus aufgebaut. Mag sonst noch einer hier von dran? Ja, ich. Ja, außer du, Schatz. Dann bauen wir gleich ein Gartenhaus auf, wa? Aha, ich hoffe, dass das Wetter ein bisschen hält, ne? Seit 3 Monaten wohnt Familie Wolter in dieser Erdgeschosswohnung auf 100 Quadratmetern in Zülpich. Davor lebten sie in einem 150 Quadratmeter Haus in Gaich, 5 Kilometer entfernt. Der Umzug war keineswegs freiwillig und das Gartenhaus soll nicht der Entspannung dienen, sondern ist dringend benötigte Lagerfläche. Es war eine richtig harte, harte Zeit, von Kündigung bis Haussuche bis Einzug hier. Jetzt wohnen wir in einer Wohnung und das ist schon eine riesen, riesen Umstellung. Also ich hatte ein großes Haus, wo ich mich drum gekümmert habe, mit Garten und allem. Jetzt habe ich eine Wohnung, geht natürlich schneller, das ist der Vorteil, dass du schneller sauber hast, aber ja, es fehlt halt schon. Also ich habe auch meine Deko ja zum Beispiel nicht hier, weil meine ganze Deko hier nicht reinpasst. Natürlich muss ich die in die Garage stellen und nicht bei mir haben, ist ja klar, anstatt andere Sachen. Aber ja, ist halt schwierig. War eine schwere Zeit. Und jetzt kommt hier langsam so ein bisschen Alltag rein. Und dann wird natürlich auch klar, was wir wegwerfen mussten. Ne? Also der Umzug hat uns eigentlich körperlich und psychisch mehr Kraft gekostet und auch emotional als, ich sag mal, ein Umzug, den du freiwillig machst. 18 Jahre lebten sie in ihrem alten Zuhause. Dem Auszug ging ein langwieriger Gerichtsprozess voraus, den die Wolters verloren. Ein neues, bezahlbares Haus war nicht mehr zu finden. Familie Wolter musste Abstriche machen. Heute steht an, das Gartenhaus aufzubauen, weil durch die Kündigung, die wir halt letztes Jahr hatten und den Auszug dieses Jahr, haben wir halt viel, viel weniger Platz. Wir mussten uns von einem Haus auf eine Wohnung reduzieren und mussten uns dabei eine Garage anmieten. Und diese Garage muss eigentlich am Sonntag nachts leer sein. Jetzt habe ich mit dem Vermieter gesprochen, ob wir nicht den Montagvormittag noch bekommen würden. Und ja, jetzt muss heute Gartenhaus aufgebaut werden, damit das Zeug, was in der Garage steht, da rein kann. Und das ist nicht gerade wenig. Ob ein kleines Gartenhäuschen ihr Platzproblem lösen kann? Papa André ist freiberuflicher Handwerker. Das Gartenhaus hat er für 300 Euro gebraucht gekauft. Der Umzug verschlang eine Stange Geld. Ja, hier sind wir jetzt in unserem Garten. Gott sei Dank haben wir noch einen Garten, müssen uns den leider teilen. An dieser Stelle durften wir unser Gartenhaus aufbauen, was ich vor 3 Monaten gekauft habe. Was leider Gottes schon seit 2 Monaten hier liegt, abgepackt in Folie, die ich mittlerweile öfters wechseln musste, was Gott weiß, wie oft drauf geregnet hat. Ich habe schon mal angefangen vorzuarbeiten. Ich habe ein Fundament gemacht. Das habe ich auf Rasengittersteinen gestellt. Da habe ich einen Vlies drunter gelegt, damit nicht zu viel Moos von unten durchwächst, sage ich jetzt einfach mal, oder Unkraut. Auf dieser Stelle hier wird unser Gartenhaus aufgebaut. Das Gartenhaus ist natürlich die zusätzliche Lagerfläche, die wir benötigen. Morgen ist Sonntag und Sonntag können wir nicht arbeiten. Hier ist noch alles, wird der Sonntag noch ruhig gehalten und ich möchte halt nicht mit irgendwelchen Arbeiten hier auffallen. Und also bleibt uns eigentlich nur der heutige Tag, wo wir Gas geben müssen. Dadurch, dass es gebraucht ist, könnte es Schwierigkeiten geben, das Stecksystem zusammenzubauen. Aber ich bin positiver Dinge. Ich fahre jetzt relativ schnell in den Baumarkt, werde noch ein paar Sachen holen. Und dann hoffe ich, dass wir heute Abend das Dach drauf haben, weil wenn wir das Dach nicht drauf kriegen, weil irgendwelche Probleme auftreten und es fängt an zu regnen, habe ich ein richtig dickes Problem, dann kriege ich nämlich am Montag meine Garage nicht leer. Nur ein Tag Zeit und besondere Bedingungen. Die Herausforderung ist halt das, dass ich keine Anleitung habe. Ich habe die Dinge eigentlich schon Gott weiß wie oft aufgebaut, aber ich habe auch bei jedem
Plan, eigentlich immer einen Steckplan, wo ich genau weiß, an der Seite kommen so und so viele Dielen rein, da kommen so und so viele Dielen rein. Habe ich jetzt nicht. Ich habe ein Foto von einem ähnlichen Haus abfotografiert, werde mich daran halten. Aber ich bin eigentlich noch relativ positiv, dass ich das Ding aufgebaut bekomme. Vor allen Dingen muss ich auch dabei sein. Ich habe meinen Sohn mit dabei, der es mit mir abgebaut hat. Und es wird mein wichtigster Mann. Und ich denke mal, als Familie rockt man das. Für die drei Teenager Yannick, Summer und Philipp hat der Umzug noch viel größere Folgen als nur weniger Platz. Ich finde das schon scheiße, wenn ich das so sagen darf, weil das andere Haus war größer, ich fand es schöner. Der Ort, wo das halt stand, war für mich besser, weil wenn ich mich halt mit meinen Freunden in Zürich treffe, fahre ich halt meistens mit dem Fahrrad dahin. Von Gaich bin ich früher halt nur 10 Minuten hin, 5 Minuten zurück. Und hier fahre ich 20 Minuten hin, 25 Minuten zurück. Deswegen war halt da der Ort viel besser. Hier gibt es keine wirkliche Busverbindung. Es fährt nur der Schulbus und sonst keine. Und bei unserem alten Haus, da ist jede Stunde eine gefahren. Deshalb ist das hier mit der Busverbindung auch richtig doof. Ihr großer Bruder Philipp ist dank Führerschein zwar mobiler, das macht die Sache für den 16-Jährigen aber keinesfalls leichter. Mir fällt es noch immer sehr schwer, weil für mich ist das hier ist nicht mein Zuhause, wenn man das so sagen kann, sondern immer noch, das ist ein Gaich, weil ich bin in Gaich, kann man schon sagen, ich habe in Gaich meine Kindheit verbracht, ich bin da aufgewachsen, ich bin da in die Pubertät gekommen, ich bin da älter geworden. Ich kannte in Gaich jede Ecke, ich kenne die ganzen Leute aus Gaich und da ist halt viel passiert und hat man noch viel erlebt und das wurde dann einfach so von jetzt auf gleich, zack, wurde alles weggerissen, deswegen. Das ist schwer. So, ich habe zwar einen Roller, womit ich immer wieder dahin fahren kann, aber dieses Gefühl, wenn ich das dann immer wieder verlasse, um nach hier zu fahren, ist halt ist scheiße. Also, ich hätte nie gedacht, dass man so krass an einen Ort gebunden sein kann, wie ich tatsächlich an Gaich gebunden bin. Das ist schon heftig. Baumarkt jetzt, ne? Okay. Wir müssen auf jeden Fall Teerpappe holen, damit das Dach dicht ist. Und ich brauche definitiv die Schrauben, weil für das Dach die ganzen Schrauben sind kaputt. Und ich brauche auf jeden Fall am besten 2, 3, 4 Dachlatten. Einfach vorsichtshalber, falls ich was abstützen muss, was festschrauben muss oder irgendwas ausbauen muss. Meinst du denn, wir kriegen das fertig heute? Das kommt mal ganz drauf an, wie der Zustand des Holzes ist, ne? Also ab zum Baumarkt. Heute Abend muss der Secondhand-Schuppen stehen, damit die Familie am Montag endlich ihre eingelagerten Sachen nach Hause holen kann. Schatz. So, wir müssen mal einen Wagen holen, ne? Hast du denn einen Chip? Ich hab nichts mit. Einen Euro habe ich. Ja. Die neue Wohnung ist 50 Quadratmeter kleiner als das alte Haus. Vieles mussten die Wolters beim Umzug aussortieren und weggeben. Auf dem Einkaufszettel Dachpappe und Bretter. Guck mal hier, wie schön. Komm. Brauchen wir nicht. Was ist das? Das ist schön. Nein, ist nicht schön. Komm jetzt. Doch, das sieht schön aus. Haben wir. Komm weiter, nee, sowas habe ich gar nicht. Ja, genau. Das Gartenhäuschen hat André im Nachbarort gebraucht erstanden und dort selbst abgebaut. Der Dachbelag war nicht zu retten. Weißt du, hier, das ist der Pappe. Und damit mache ich was? Damit macht man quasi gesehen, die tun wir oben aufs Dach drauf und dann kommen da drauf die Schindel. Der Plan ist jetzt erstmal ganz wichtig, die Materialien zu kaufen, die beim Abbau vom Gartenhaus kaputt gegangen sind. Das gehört einmal die Teerpappe zu, eine Packung Schrauben zu holen und vorsichtshalber mal 2, 3 Dachlatten mitzunehmen, falls ich irgendwo ja, was befestigen muss, dass ich das zu Hause habe. Weil ich wirklich keine Zeit verlieren, weil es könnte anfangen zu regnen. Wir könnten in Zeitnot geraten und bei uns rennt die Zeit, weil am Montag definitiv müssen wir das Gartenhaus vollräumen, weil die Garage muss leer gemacht werden. Ja, also ich bin noch ein bisschen sehr skeptisch, ob wir das hinkriegen. Warum bist du denn sehr skeptisch? Ja, weil wir gar nicht, also wir haben das ja gebraucht gekauft, das ist ja kein neues Dings, das heißt, wir haben keine Anleitung. Wir haben es, also ich weiß nicht, Schatz, ob wir das so, aber ich drücke uns die Daumen. Wir haben die beste Anleitung, die es gibt, nicht. Also schaffen wir das. Komm. Wir gucken mal. Nein, wir gucken nicht, wir machen. Wir brauchen eine Teerpappe, weil so groß ist das nicht. Ein bisschen ist ja noch übrig geblieben. Okay, weiter, was jetzt? Wir haben Zeitdruck. André ist unsicher, ob alle Bretter noch intakt sind. Hol mir 3 Stück, kriegen wir ins Auto rein. Weiß ich nicht, ich glaube nicht, ich bin auch noch im Auto. Schatz, das geht. Na komm. Soll ich die tragen? Die kannst du auch da drauflegen.
Komm, wir holen 4 Stück mit. Zur Not könnte ich dann rechts und links an jedem Rand noch eine dran machen, wenn wir die USB-Platten wirklich später dran machen. Dann hätte ich schon die Unterkonstruktion hängen. Schatz, oder wir, nicht so viel. Ja, komm. Oder wir mal ein Regal einbauen wollen. Jesus im Himmel. Weißt du? Du kennst mich, du weißt, dass ich überlege aber wir immer. Haben ja. Nicht so viel Zeit. Ja, ja. Sag die, die gerade eben hinten an dem Ding stand, ne? Ich stand überhaupt nirgendwo. Nö, das ist aber auch schön, hast du gesagt. Ja, aber das fand ich auch schön. Ja, ich finde Dachlatten schön. So, und jetzt so, holen wir eine Packung 50er Schrauben. Heute muss das Gartenhaus stehen. Sonst haben die Sachen aus der Lagergarage keinen Platz. Aber Bianca ist nicht so bei der Sache. Boah, die Dinger sind oh, so guck mal. Schatz. Ich wusste gar nicht, dass die auch Pool sind. Schatz! Hast du nicht gesagt, uns rennt die Zeit davon? Ja, aber guck mal. Schatz. Guck mal, hast du nicht gesagt, uns rennt die Zeit davon? Ja, aber guck mal, die, das ist so ein, meinst du das? Jesus? Schatz, das haben wir. Ja, aber unseres ist doch kaputt. Nein, das haben wir. Das ist okay, was wir haben. Komm jetzt. Ich finde schön, dass die hier so Sachen haben. Es ist schon 11 Uhr, aber irgendwie kommen die Wolters einfach nicht zur Kasse. Was macht er jetzt? Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Was ist denn die Idee? Das aber schon... du darfst hier stehen, oder wie? Verarschst du mich? Ich habe jetzt nur gedacht, es wäre schon schön, vielleicht so eine Lampe mitzunehmen. Ne? Und wenn wir dann abends noch da sitzen, aber du hast recht, komm. Die Chance auf neue Deko lässt sich Bianca aber auf keinen Fall entgehen. Und wo tun wir die dann hin? Ja, ins Gartenhaus, so davor, wenn es fertig ist. Eine am besten, ne? Nee, eins, das sieht schön. Eine davor. Ja, so. Oder zwei, rechts und links. Sollen wir zwei mitnehmen? Komm, wir nehmen zwei mit. Wenn du mich schon fragst. Ich glaube, das sieht schön aus, so ein bisschen so als Richtfest, wenn es steht. Ach, kannst du das noch mal wiederholen? Du glaubst, es sieht schön aus? Hast du nicht gerade zu mir gesagt? Also André, jetzt ohne Witz, ey. Ganz ehrlich. Oh, ich könnte schon hier shoppen. Ehrlich. Ja, aber jetzt Ende, Schatz. Wir sind deswegen gar nicht hier. So, das fällt schon runter. So, ich gehe nach Schrauben gucken. Ja. Und am besten kommst du mit. Sonst, ja, ich guck hier mal. Der André ist schon super pfiffig in seinem Machen. Aber ich glaube, es ist eine große Nummer, dass, ob wir das aufgebaut kriegen heute. Ich bin mir nicht sicher. Wir schauen mal. Ich gehe jetzt schnell nach Blumen gucken, wo der nicht da ist, und stell mir schnell eine Blume rein. Mama Bianca auf floralen Abwägen. Was nehme ich? Was nehme ich? Was nehme ich denn? Ich hole mir schnell eine Blume, wo der André Nägelchen holt, damit er nicht sagen kann, nee, und er sieht nicht, was es kostet. Was machst du? Geh wieder rein. Ich such dich. Ja, jetzt hast du mich gefunden. Ich wollte mir ein Blümchen kaufen. Warum? Ja, weil ein Blümchen schön aussieht. Weißt du, uns rennt die Zeit weg. Und du ja, komm, deswegen habe ich es ja ohne dich gemacht. Komm jetzt. Komm. Dachlatten, Fackeln, Blume, Dachpappe, Schrauben. Mit viel mehr, als sie eigentlich für den Aufbau kaufen wollten, geht's endlich zur Kasse. Wenn was fehlt, ist es zu wenig. Ich hoffe, genau, ich hoffe dass, dass wir genug haben. Brauchen Sie die auch? Ja, ne? Oder? Ach, die haben sie schon. Ach, die Blumen noch. Ja. Gut, super. Eine Stunde und 76 Euro hat der Baumarktausflug gekostet. Jetzt geht's an den Gartenhausaufbau. Ich glaube, das hier war die einfachste Variante. Ne? Also, wenn die Dinger nicht anfangen zu passen, dann mache ich mir Gedanken um den Zeitplan. Jetzt im Moment würde ich sagen, ist okay. Klar, ist ein bisschen stressig, aber ich bin guter Dinger noch. Ich nicht. Ich glaube, wir haben Zeitdruck. Aber gut. Ich glaube nicht. Ja, geh jetzt. Weitere 15 Minuten später kommen sie wieder an ihrer Wohnung an. Mittlerweile ist es 12 Uhr mittags. Ja, Schatz, lass uns schon mal direkt ein paar Sachen rüber reintragen. Ja. Dann haben wir es mit dabei. Was ist das denn jetzt? Ja, hallo Lissi. Ja, hallo Schatz. Ja, was ist denn los? Ja, komm hier. So, am besten deine Blümchen. Oh, meine Blume zuerst. Genau, hol die Blume mit. Dankeschön. Da ich Handwerker bin und ich leer gehe, hole ich jetzt schon mal den ersten Teil der Sachen mit in den Garten.
Weil wir hier die Garage haben, die direkt der Durchgang ist zum Gartenhaus. Ja, gehe mich dann umziehen, dann wird das Werkzeug rausgeholt und dann wird aufgebaut. In 48 Stunden müssen Sie die zusätzlich angemietete Lagergarage leergeräumt haben. In der liegt noch jede Menge Kleidung, Weihnachtsschmuck und Hausdeko. Okay, Schatz, ich gehe die Kiddies holen. Ich ziehe mich um, mache mal einen Kaffee und dann... Aber ich muss mich auch noch umziehen, ne? Ja, jetzt zieh dich um. Gut, gut. Hallihallo. Wir sind wieder da. Hallo. Hilfst du mit draußen? Ziehst du dich um oder bleibst du so? Ich probiere so gut, wie es geht, wegen dem Finger. Ach, du hast ja den Finger. Das habe ich ja total vergessen. Bei meinem Finger ist passiert, dass ich umgeknickt bin und mein ganzer Nagel dann nach hinten geklappt ist und jetzt der halt entzündet ist. Boah, da musst du richtig aufpassen. Kein Spaß. Also ich denke, dass ich definitiv was schaffe, mitzuhelfen. Was zu tragen oder so werde ich safe schaffen. Alles klaro. Hello, hello, was machen wir denn hier? Ja, denn? Schatz, wir würden gern das Gartenhaus aufbauen. Du machst mit. Let's go. Ja, du musst. Du musst. Bitte? Ja, es ist Wochenende, aber wir bauen jetzt als Family das Gartenhaus auf. Ja? Ziehst du dich um oder lässt du diese weißen Sachen an? Ich glaube, ich ziehe mich bloß um. Ja, ne? Ich glaube, ich fände es auch besser. Okay, ich gehe den Philipp holen, ja? Jannik ist noch Schüler. Sein Bruder Philipp macht momentan eine Ausbildung zum Industriemechatroniker. Hi, Schatz. Wir würden das Gartenhaus anfangen, jetzt aufzubauen. Hast du... Ne, nicht hast du Lust. Lust ist schon gestrichen. Möchtest du dich umziehen noch, oder? Ja, ich ziehe mich noch um. Ja? Okay, dann komm. Philipp. Ein klein bisschen mehr Enthusiasmus. Ja, das war mein wichtigster Mann, Philipp. Wir haben das Ding abgebaut und ich brauche halt wirklich deine Hilfe. Ja. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe das Ding nicht fotografiert. Weißt du, und zwei Leute, die das Ding abgebaut haben, ist immer besser als einer. Bist du schon umgezogen? Ich bin fix und fertig, ja. Okay, Schatz, ich ziehe mich gerade um und dann geht's los, alles sind fertig. Sammy möchte auch helfen. Geht das mit dem Finger? Ja, die kriegt das in die Superwurm. Finde ich cool. Das Gartenhaus ist ein Projekt für die ganze Familie. Guck mal, meine schöne Blume habe ich mir heute im Baumarkt geholt. Wieso guckt denn keiner? Oh mein Gott. Wo hast du denn jetzt hingestellt? Da. Oh. Ja, die stelle ich nachher ans Gartenhaus, aber jetzt ja noch nicht. Ja, also es ist eine simple Arbeit, ist jetzt nicht wirklich schwer. Klar, wir müssen ein bisschen gucken, wie wir das machen, weil wir keinen genauen Plan haben. Aber das kriegen wir auch hin, deswegen ist es... ganz entspannte Arbeit. Da ist gar nicht so groß, ne? Doch, das ist groß. Da hinten kommt noch ein Seitenteil dran für den Rasenmäher und die Lenke, die da vorne mittlerweile kaputt gehen. Und hier kommt noch ein Schuppen dran. Ja. Ne, das geht ja ungefähr noch, glaube ich, bis hier vorne hin. Hier. Das ist doch so. Nee, finde ich jetzt auch nicht. Hoffentlich kriegen wir da die Sachen rein. Das reicht. Leute, das ist groß. Ihr könnt euch das irgendwie nicht vorstellen. Das ist groß. Das ist wirklich groß. Ja. Wie, was sagst du denn? Ja, ich mitgucken. Sag mal, hast du doch gesehen, ich habe es mit ausgesucht, mit Philipp abgebaut. Ach und du so. Kennst es wohl zerlegt. Nein, ich kenn's gar nicht. Das Problem, genau, er kennt's nämlich gar nicht. Das Problem, was wir haben, ist, ne, ich muss auch heute ein bisschen um Philipp hören, weil ich null Ahnung habe. Dann was soll ich machen? Wir müssen zuerst sortieren. Wir müssen den Haufen auseinanderpacken hier. Oh, ja, gar ist keinen Bock. Wir müssen sortieren, weil ich selbst nicht mehr weiß, wo was ist. Und dann können wir anfangen aufzubauen. Hoffentlich hält sich das Wetter, ich sag's euch. André ist gelernter Tischler. Da sollte der Aufbau des Holzhäuschens doch kein Problem sein, oder? So, das hier meine ich zum Beispiel. Das könnte jetzt Tür sein, das könnte aber auch Anbau sein. Deswegen müssen wir die separat machen, dass ich das verkürzen kann. Ich glaube, das wird eine lustige Geschichte. Ach, ja. Okay. Ja, das sind die Haupttüren, das weiß ich. Sag mal, weißt du, was du machen sollst? Auch nicht. Scheiße, fällt der erste schon ab. Oh, da ist schon Wasser drin. Ja, ich weiß. Die Einzelteile liegen seit 8 Wochen hier im Freien. Das hat ihnen offenbar nicht gut getan. Komm, mach jetzt. Ich sehe es schon kommen, dass das heute Nacht nicht steht. Was? Heute Nacht? Ja. Als wenn das früher was werden würde. Ich finde immer schön, was du hast. Du hast viel zu lange gewartet, Papa. Guck mal, das geht alles kaputt. Ja, was ist das? Also mein Plan ist, dass wir gerade gar keinen Plan haben. Und wir jetzt erstmal echt sortieren müssen
um die Stücke auseinanderzukriegen, damit ich weiß, was was ist. Papa André packt's an. Wenn das Gartenhaus heute Abend nicht steht, hat er ein echtes Platzproblem mit den eingelagerten Umzugskartons. Das ist mir jetzt schon zu viel, ehrlich. Jetzt ist schon fertig, reicht schon. Also ich sehe es chaotisch. Das ist schon, finde ich, wieder so eine Aktion, typisch mein Mann. Wir sparen und schlussendlich, wenn wir noch draufzahlen, weil was nass geworden ist, wir das kaufen müssen und das kaufen müssen und es auch nicht fertig wird. Ja, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen genervt. So. Was ist wieder kaputt, draufzahlen und jedes und welches? Lass mich in Ruhe. Wofür sind die hier, Philipp? Auch Regenrinne? Ja, ja. Mama Bianca wollte lieber eine neue Hütte kaufen. André wollte sparen. Hast du keinen Plan? Nein. Ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt kriege ich auch schon Schweißperlen. Wenn du keinen Plan mehr hast, dann weiß ich es auch schon nicht mehr. Doch, das gehört auch zusammen. Das siehst du. Weißt du, was das Geile ist? Wir müssen gucken. Ich habe Angst, dass es gleich regnet. Es regnet nicht. Guck mal, wie blau das noch ist. Willst du mich veräppeln? Die kommt nicht. Beeil dich einfach. Also eigentlich ziehen der André und ich viel an einen Strang und sind uns auch öfters einig, aber wenn er dann so verbissen ist mit manchen Sachen oder so, das macht er öfter, dann ist er so in seinem Film, dann werde ich böse. Als erstes muss der Boden ausgelegt werden. Dafür verbinden Papa André und Philipp das Holzfundament mit den vorher ausgelegten Rasengittersteinen. Schließlich soll die Laube auch dem nächsten Sturm standhalten. Philipp will Handwerker werden, wie sein Vater. Gib's mir den. Ist das tief genug? Am besten einmal ganz durch, ey. Die sind richtig fest, die Steine. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich handwerklich unbegabt bin. Das sehe ich jetzt auch in meiner Ausbildung. Deswegen, ich bin begabt, aber nicht so begabt wie mein Vater. Als nächstes kommen die Seitenwände, aber erstmal müssen wir ein Brett suchen, das verschwunden ist. Es fehlt eine Bodendiele. Ja, das sind Dachbretter. Vielleicht ist das bei den Dachbrettern versehentlich mit dabei gekommen. Woher weiß ich denn, was Dach oder was Boden ist? Meistens sind die gestrichen und hinten war die Teerpappe drauf, deswegen sind die schwarz. Ah. Okay. Aber es fehlt ein Brett. Ja, was machen wir jetzt? Ja, suchen. Und wenn wir es nicht finden? Hoffe ich, dass ein Dachbrett passt. Das sind die Anfänge und genau da drauf fängt das Brett an. Das heißt, jetzt läuft es Das bedeutet, so, ich schiebe das jetzt so durch. Ne? Ja. Erstes Stück. Ach, und dann fehlt da was? Zweites Stück. So, und dir fehlt ein Stück Boden. Oh nein. Nein, 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 nein. Dachlatte.